Hallo, hier ist Chichi, die Giraffe. Ja, wir wollen jetzt gerade mal zum Fasching und haben uns als Clown angezogen. Da kann man ja meistens die Wahrheit sagen. Ich muss mir nur noch die entsprechende Perücke holen. Na, was ist denn da? Hallo, wer ist da? Wir sind etwas in Druck. Ach, du bist es, Anne. Ja, was gibt es? Du willst mir was ganz Tolles erzählen und der Gigi auch? Dann leg ich mal los. Wie bitte? Dein Schnuckelputz hat dich von einer Reise am Bahnhof abgeholt? Ja, das ist ja schon mal nett. Ja, und dann ist da noch was passiert. Na, erzähl mal, wir Frauen sind doch immer ein bisschen neugierig. Wie? Das schlägt doch fast den Boden aus. Der hatte die Kapelle von Stein auf dem Bahnsteig für dich bestellt? Nein, Engel, das gibt's ja nicht. Das sind wir ja echt gerührt, die Chichi und ich. Welcher Mann bestellt diese tolle Kapelle für seine Frau? Allein der Trompeter, wenn der die Töne aus seiner Trompete lockt, dann bin ich immer hin und weg. Und du? Ja. Du warst auch erstaunt. Du wusstest gar nicht, was du sagen solltest. Ja, mir hätt's auch die Sprache verschlagen. Ja, wie kommt der denn dazu, dein Schnuckelputz? Hattest du Geburtstag, weil alles dieses passiert ist für dich? Tarantata, tarantata. Na, da haben da die Leute geguckt. Meine Güte, wer hat denn schon so einen Mann? Es ist noch viel schlimmer? Ja, was denn? Ja, Schätzelein, das hätte ich aber nicht gedacht. Wie dein Mann ist fremd gegangen und das hat den gereut und deshalb hat er diese Kapelle für dich bestellt? Ja, hör mal. Da hat man ja richtig Lust, dass der alte fremd geht, wenn man so empfangen wird. Ja, Chichi, was sagst du denn dazu? Da bist du aber sprachlos, ich schon lange. Ja, und wie hast du alles verkraftet? Aha, bestens. Und was willst du jetzt machen? Ja, das würde ich auch tun. Du wirst jetzt öfters mal verreisen und dann bekommst du jedes Mal die tolle Überraschung. Ja, was es gibt, nee, wir sind platt wie eine Flunder. Ja, dann geh doch mal zum Fasching wie wir. Als was ich gehe, ja, als Clown. Ich muss mir nur noch die Perücke anziehen. Da kann man ja auch die Wahrheiten sagen. Na, ich hoffe, eure Ehe lässt sich doch noch retten. Auf jeden Fall für dich alles Gute. Und die Chichi und ich müssen sagen, wie er auch sei, dein Schnuckelputz, er hat sich ja was einfallen lassen. Und das war doch sicher diese Reise wert. Männer und ihre Geschichten, einfach toll. Mach's gut, meine Liebe, erzähl mir nächstes Mal wieder was Lustiges, das kann ich gebrauchen, die Gigi und ich. Tschüss. Tja, Gigi, manchmal gibt es Sachen, die sind unfassbar.